Hallo ihr Querlinge, weiter geht's mit Jax in Edex 2 und mit Red, unserem guten alten Freund aus Outlaw-Tagen, als Tavar noch eine echte Wüste war. Und der wartet auf uns im oberen Viertel des Forts. Darin haben wir Zugang, es ist Abend, Red wird da sein. Lange Rede, keinen Sinn. Wir gehen direkt mal ins Fort und werden uns das Questlog ein bisschen aktualisieren lassen. Ihr habt nix? Nee. Dann ein bisschen Tempo hier. Wie kommen wir jetzt am günstigsten eigentlich dahin? Wir sind jetzt hier unten. Wir müssen da. Wo müssen wir eigentlich hin? Da ist Red. Da ist die Hütte von. Okay. Hier hoch. Rechts rum. Links rum. Ja? Ich habe immer den Eindruck, ich gehe einen Umweg, aber das scheint nicht so zu sein, wenn ich mir die Karte näher anschaue. Mit anderen Worten, das ist doch alles größer als gedacht. Gut, das kann man abkürzen hier durch die Rabatten. So, wir dürfen hier rein. Halt! Nur ehrenwerte Bürger oder Leute mit einer direkten Einladung des Warlords Red haben Zutritt zum oberen Teil des Forts. Wenn du keinen guten Grund hast, kann ich dich nicht durchlassen. Lass uns durch, Lothar. Kann ich nicht machen, Kaya. Ich habe meine Anweisung von Red. Du kannst rein, aber der da bleibt draußen. Fenris persönlich hat mir die Erlaubnis erteilt. Ich habe die Ursache der Outlaw-Propaganda aufgedeckt. Was, du willst uns die Outlaws vom Hals geschafft haben? Oh. Das werde ich überprüfen. Wehe, du belügst mich. Okay, das will ich mir anhören. Ey, diese Berserker sind so... Oh! Wie kann man die mögen? Hier kam so ein Typ zu mir. Hat behauptet, du hättest ihm die Erlaubnis erteilt, das obere Viertel zu betreten? Ich dachte, wir erlauben keine Zivilisten mehr da oben. Es ehrt dich, dass du zu mir gekommen bist, aber es stimmt. Er hat tatsächlich die Erlaubnis von mir bekommen. Er hat zusammen mit Wolf die Outlaws ausfindig machen können, die diese Flugzettel im Lager verteilt haben. Ach so. Oh. Okay, wenn das so ist. Heißt das denn jetzt auch, dass jeder wieder nach oben darf? Nein, du lässt nur diejenigen wieder rein, die auf deiner Liste stehen. Jeder weitere wird nach wie vor einen Fürsprecher brauchen. Alles klar. Dann mal zurück auf deinen Posten. Oh Mann. Zivilisten. Ey, ich bin Alp-Commander gewesen. Es ist doch alles zum Brechen hier mit diesen eingebildeten Baumknutschern. Nein, Weltherzpflanzern. Sie haben ja... Mein Verhältnis zu den Berserkern ist zwiegespalten. Sie sind tatsächlich... in weiten Teilen sympathisch, aber sie legen dann doch auch bei den Charakteren, die einem sympathisch sind, dann doch immer wieder eine Attitüde an den Tag, so urplötzlich, wo du echt denkst, also die scheinen alle anderen, die nicht zu ihrem komischen Club gehören, scheinen die wirklich als minderwertige Zivilisten und Verbrecher und Halunken zu bezeichnen und zu halten und ja, zu sehen. Das ist irgendwie, also ich finde das furchtbar. Alles, was nicht Berserker ist, ist schlecht und böse. Das ist so der Kern ihrer Ideologie. Gell, einer? Ach, mit dem will ich nicht reden. Wir gehen zu Red. Der ist vielleicht noch nicht ganz so indoktriniert. Immerhin, sie haben hier aufgeräumt. Das finde ich wirklich gut. Also, es sieht jetzt hier, das muss man ihnen lassen, deutlich zivilisierter aus als noch zu Outlaw-Zeiten. Ja, da haben sie einen Punkt. Da gebe ich ihnen unumwunden recht. Hier hinten war ja diese Irre mit ihren komischen Hunden und ihren Käfigen und so. Naja. Gucken wir erstmal zur Ratte. Bevor der sich schlafen legt. In seinem Panic Room. Wer bist du? Sagst du? Ja, mein Herr. Im Alleingang? Die Wache Wolf hat wohl dabei geholfen. Das ist gut zu hören. Schön, schön. Sag den Wachen Bescheid. Das obere Viertel ist wieder geöffnet. Sehr wohl, Herr.
Olle Petzer. So. Ah, da ist er ja, der Held der Stunde. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich bin froh, dich im Fort begrüßen zu dürfen, alter Freund. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich nehme an, du hast Fragen. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also dann, ich habe noch ein paar wichtige Sachen zu erledigen. Wir sehen uns. Du bringst uns ganz schön in Schwierigkeiten. Tu was. Wieso, du laberst den voll und ich bringe uns in Schwierigkeiten, Samakaya? Geht's noch? Ich bin ja froh, dass mich endlich mal jemand erkennt hier und nicht gleich auf die Abschussliste packen will. Grundlos. Du erinnerst dich an mich? Na hör mal, natürlich erinnere ich mich an dich. Hast du mich etwa vergessen? Nein. Lass mich dir mal auf die Sprünge helfen. Als Logan hier noch die Macht hatte, war ich ein Niemand. Das stimmt. Eine Ratte, die sich vom Dreck ernährt hat. Du warst es, der mir geholfen hat. Oh. Als hier alles zu Bruch ging und Logan und die anderen Ratten das sinkende Schiff verlassen haben, da war meine Zeit gekommen. Denn diese Ratte hier hat die Löcher des Schiffs gestopft und das Schiff behalten. Aber das ist alles lange her. Ich nehme es dir mal nicht übel, dass du mich vergessen hast, mein Freund. Ich hab dich nicht vergessen. Und ja, wir haben dir geholfen, dass es dir hier, dass du ein bisschen Aufschwung hast, genau. Es war doch so, du hast doch dann irgendwann, da gab es doch auch diese Offiziere bei den Outlaws, wie auch immer sie hießen, und einen davon haben wir aufs Kreuz gelegt und er, Red, hat dann direkt mal seine Hütte und seinen Laden und seine Position übernommen. So war das doch, genau. Also wir haben ihm aktiv dabei geholfen, sich in der Hierarchie der Outlaws nach oben zu putschen und das hat er nicht vergessen. Ne? Schön. Red, du siehst auch gesünder aus als damals, weniger Stimms, hä? Und mehr Erdbeeren und Wurzeln und so. Ne? Ich sage aus den Gründen, die ich gerade hergeleitet habe, nicht, dass wir keine Freunde wären, sondern... Ach, wir gehen ihm auch nicht auf den Sack wegen seiner Hütte hier. Also, es ist schick. Hier. Fenris hat mich zu dir geschickt. Du hast mir diese Outlaw-Propaganda der Krallen vom Hals geschafft. Dieses Gewürm hat mir schon lange Sorgen gemacht. Woran das wohl liegt? Als Belohnung möchte ich dir ein kleines Startgeld geben, damit du dir hier ein neues Leben aufbauen kannst. Was hältst du davon? Woher weißt du, dass die Krallen dahinter steckten? Wir haben das niemand mehr erzählt und Wolf kann das gar nicht wissen. Ich habe kein Problem mit Red. Das Angebot lehne ich nicht ab. Eine gute Entscheidung, mein Freund. Ich nehme an, ich kann auf deine Hilfe zählen, wenn ich sie mal brauche. Nicht antworten. Ich weiß doch, auf dich ist Verlass. Wenn ich es mir recht überlege, könnte ich sofort deine Hilfe gebrauchen. Ich habe tatsächlich ein Problem. Nein, sagen wir lieber eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Aber, mein Freund, du hast doch mein Startgeld bekommen. So gierig? Na gut, ich will mal nicht so sein. Wenn du mir die Ergebnisse bringst, die ich hören will, leg ich noch was obendrauf. Wir verstehen uns. Was soll ich tun? Es gibt einige Elemente hier im oberen Viertel, denen ich nicht ganz traue. Besonders die Händlerin Berit und den Lehrer Einar. Ich will, dass du zu ihnen gehst und ihnen mal auf den Zahn fühlst. Seit dem Anschlag auf mich kann ich nicht vorsichtig genug sein. Eine Ratte muss aufpassen, dass sie nicht zertreten wird. Besonders eine, die so auf dem Präsentierteller sitzt, wie ich es tue. Ich brauche jemanden, der hier nicht sonderlich bekannt ist. Jemanden, der sich als einfacher Käufer ausgeben kann. Und was genau soll ich bei den beiden jetzt machen? Na, sie ausfragen. Sehen, ob sie etwas planen. Tu so, als wärst du nicht gut auf mich zu sprechen. Frag sie, was sie von mir halten, ob sie mir loyal sind, ob sie gerne Berserker sind. Solche Sachen eben. Ich muss wissen, ob ich ihnen vertrauen kann. Mhm.
Hast du einen Grund, es nicht zu tun? Sonst würde ich dich wohl kaum darauf ansetzen. Ich hätte mich um die beiden längst gekümmert, wenn mir Goliath nicht im Nacken sitzen würde. Du musst nur wissen, dass ich ihnen nicht traue. Und jetzt los, ich zähle auf dich. Reds Paranoia. Man beachte mal hier dieses Stück, wahrscheinlich Motorradreifen, das er hier um den Oberarm hat als Rüstungsteil. Und das hier sind auch irgendwelche Reifen. Also man muss aber sagen, Rüstungsdesign konnte Piranha Bytes schon immer richtig gut. Also egal welches Spiel, die Rüstungen sahen immer richtig klasse aus. Und derlei Rüstung hast du irgendwie in anderen Spielen nie so gehabt. Ja, diese Reifen, das ist so krass. Ach, klasse. Gut. Ja, ich habe noch nichts zu berichten. Ich möchte hier nicht aufgenommen werden. Höchstwahrscheinlich nicht. Nicht schlecht. Ach so, jetzt bist du wieder handzahm, ja? Nur gut. Ich weiß aus Erfahrung, dass es hier nach oben geht. Da hat der Logan einst gehaust. Aber damals gab es hier eine Art Treppe. Ah, hier ist die Treppe. Oh, okay. Und die ist... Okay, die habt ihr zugestellt. Das heißt... Red benutzt das da oben offensichtlich gar nicht. Aber wenn Red das nicht benutzt, dann muss Red ja irgendwo schlafen. Und wo schläft Red? Couch? Kein Bett? Wo ist das Red-Bett? Das ist seine Vorräte? Oder hast du jetzt hier noch eine Hütte irgendwo? Ach ja, hier gab es auch einen Keller, stimmt. Er scheint in den Keller gezogen zu sein. Was? Ja. Ich bin schon draußen. Mach das ja nicht nochmal. Ich wollte doch nur mal gucken, wo du wohnst. Und wie du wohnst. Ja? Nicht gleich so aufregen, Leute. Gut. Ihr seid namenlose Berserker. Das ist kein Stehlen. Was sollte das denn? Ich möchte gerne meinen Balkon begrünen. Na, hast du was dagegen? Wir haben sogar einen Balkon in der Bastion, fällt mir gerade auf. Hey, das ist der Leuchtturm. Ja, es wird dunkel. Ich denke, wir machen noch ein bisschen... hier unsere Runde. So ganz grob natürlich nur. Das ist ein Ritualmesser. Geldkassette. Dietrich. Jemand hat eine Geldkassette geklaut und hat sie nicht aufbekommen. So ein Stümper. Ah ja, das ist wichtig. Das ist auch schön eingefasst worden. Mit Steinen. Ulf. Pass auf, wo du hinläufst. Du bist ein Warlord? Mein Name ist Ulf. Warlord Ulf. Merk dir diesen Namen. Und wenn du hier Ärger machst, dann wirst du meine Danya kennenlernen. Danya? Wer ist das? Deine Freundin? Frag sowas nicht. Das ist meine Waffe, du Einfallspinsel. Also, wenn du keine Bekanntschaft mit ihr machen willst, dann überlege dir gut, mit wem du es dir hier verscherzen willst. Verstehe. Auch hier. Wir sind ins obere Viertel reingekommen. Er könnte davon gehört haben, dass wir einen großen Dienst für die Berserker verrichtet haben. Wir haben mit Red gesprochen. Er hat sich uns ja freundschaftlich zugewendet. Und er pinkelt uns so richtig auf die Schuhe. So mit Inbrunst. Meine Fresse. Und das, obwohl Kaya neben uns steht. Also so irgendwie so, so, also, oh. Ein Stofftier. Also, Nesty ist wohl auch nicht mehr da. Ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie vielleicht auch hier irgendwie noch eine Rolle spielt. Aber bisher habe ich sie nicht gesehen. Von ihr war auch nicht die Rede. Ich gehe davon aus, sie ist auch irgendwo... Ich glaube, wir hatten ihr ja geholfen, ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff zu kriegen. Heißt,
Sie müsste noch am Leben sein. Na, die sehen wir schon wieder. So, dann gehen wir mal zu dem ersten Händler. Ich denke aber mal so richtig, die ganze Quest machen wir nicht. Dazu ist Jax auch zu müde. Oh, da sammeln sie Schrott. Ja, wer damit? Einige Teile kann man noch gut gebrauchen. Ist das stehlen? Nein. Er hat echt noch Wasserflaschen. Also. Das sind die Käfige von diesen Viechern, die die Outdoors gehalten haben. Das ist wohl nicht der Berserker-Style. Halla. Grüß dich. Bevor du mich mit deinen Fragen überschüttest, lass dir sagen, dass ich ausschließlich für die Ausbildung der Berserker zuständig bin. Wenn du etwas über den Kampf mit konventionellen Waffen lernen willst, bist du bei mir verkehrt. Was das angeht, sprichst du besser mit Einar. Vielleicht kann er dir helfen. War Einar nicht einer der Händler? Ich dachte, also Händler und nicht Ausbilder. Warum bist du so kurz angebunden? Das hat eine Vielzahl von Gründen. Damit du es nachvollziehen kannst, muss ich etwas ausholen. Ich komme aus Goliath. Magie ist dort selbstverständlich. Hier muss ich bei Null anfangen. Auch wenn die meisten mit Ilex schon ihre Erfahrungen gemacht haben, ist das nichts, worauf man aufbauen kann. Sie haben es lediglich genutzt, um Stims zusammen zu punchen. Gut, dass wir das unterbunden haben. Fakt ist, um Magie zu wirken, braucht es Mana. Das Verständnis für die Anwendung ist aber rar gesät. Deswegen habe ich jeden Tag viel Arbeit vor mir und nur wenig Zeit. Daher würde ich es begrüßen, wenn du wieder deiner Wege gehst. Mhm. Ja. Die war im Rahmen ihrer Möglichkeiten sogar noch freundlich. Insofern ist es okay. Ihr ist nicht zu helfen. Ich hab Durst. Halva. Ein neues Gesicht. Haben die Wachen also den Zugang gelockert? Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt, aber ich muss mich wohl damit abfinden. Also, wie schaffe ich es, dass du mir den Rücken zuwendest? Die Regale des Lagers verwalten sich nämlich nicht von alleine. Wieder so ein Kotzbrocken. Was wird hier aufbewahrt? Keiner der hier eingelagerten Gegenstände hat dich zu interessieren. Ich betreibe weder einen Marktplatz, noch bin ich an irgendeinem Klatsch interessiert. Warum so unfreundlich? Kennen wir uns? Nein. Also erübrigt sich die Frage. Nur, dass wir uns verstehen. Es gibt nur eine Konstante in meinem Leben. Ein gut sortiertes und geführtes Lagerhaus. Aber in letzter Zeit haben sich Dinge ereignet, die diesen Zustand negativ beeinträchtigen könnten. Darum würde ich es begrüßen, wenn du mich meine Arbeit machen lässt. Okay, lass mich raten, du bist Junggeselle, ich bin mir ganz sicher. Sonst wärst du nicht so unentspannt. Was gefällt dir an der aktuellen Situation nicht? Die Sicherheitslage hat sich dramatisch verschärft. Redest du von den Fremden? Diebe! So ein verkommenes Subjekt hat mir tatsächlich meinen Ring gestohlen. Ups! Gestohlen! Weißt du, was das heißt? Du lässt dir einen neuen anfertigen? Spar dir den Spott. Die Sache ist ernst. Wenn ich bestohlen werde, kann auch mein ganzes Lager ausgeräumt werden. Eine bedarfsgerechte Versorgung? Gestrichen. Sonderrationen? Gestrichen. Chaos und Anarchie brechen aus, wenn sich der Bestand der Regale und der auf dem Papier widersprechen. Und was tut man dagegen? Man lockert den Zugang zu unserem Viertel. Bravo. Dass du dir aus lauter Angst, Schiss und, wie nennt man das, einem dir inhärenten Hang zur Fahnenflucht einen Hinterausgang heimlicherweise, ohne dass Red davon weiß und ohne dass die Warlords der Berserker davon wissen, in deine Bude gebaut hast, der
der Eingang des Diebes war oder hätte sein können, das verschweigst du natürlich, ja? Du hast ja nichts verkehrt gemacht. Aber wir sind mal freundlich. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Nur zweifle ich daran, ob wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, außer... Sprich dich aus. Vertrauen ist das Stichwort. Wenn ich dich in meine Pläne einweihe, darf kein Wort an Dritte gelangen. Kannst du mir deine Verschwiegenheit garantieren? Na klar. Einverstanden. Deine Zustimmung ist vermerkt, doch war sie mir eine Spur zu schnell. Deshalb gehen wir die Sache anders an. Was ich dir unterbreiten will, ist delikat. Ich brauche eine Sicherheit. Eine gewisse Summe Splitter erfüllen diesen Zweck voll und ganz. Du erhältst sie selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Ich sehe keinen Vorteil für mich. Erinnerst du dich daran, dass ich dir gesagt habe, ich gebe nichts aus dem Lager heraus? Nun, wenn du mir geholfen hast, kalkuliere ich etwas Schwund in meine Listen mit ein. Darüber hinaus kannst du ein paar Dinge aus dem Lager kaufen. Ein seltenes Privileg. Die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. Krach doch einen auf Erbsenzähler machen und mir jetzt so ein Angebot unterbreiten. Alles klar. 100 Splitter auf alle Fälle. Wir haben dir viel mehr geklaut als... Also im Wert von 100 Splittern. Hier. Die Sicherheit, um dein Vertrauen zu erhalten. Ausgezeichnet. Ich werde sie gut verwahren. Darauf wette ich. Diese Diebesproblematik wird einige Zeit beanspruchen. Sobald du glaubst, über den nötigen Freiraum zu verfügen, gib mir Bescheid. Okay. Hier kommt dann die nächste Quest angerollt, aber im Augenblick... Das war jetzt aber ganz schön mies. Kaya, was genau war mies? Ich habe ihn verspottet. Ich habe gesagt, du lässt ja einen anderen Ring anfertigen. Ja, ich weiß. Du weißt, dass ich den Ring hatte. Trotzdem. Also mies ist echt auch ein hartes Wort, Kaya. Dass der hier so krumme Geschäfte im Lagerhaus macht, das ist dir völlig egal. So, das ist ein Laden. Da darf ich rein, ohne umgeboxt zu werden. Ja, Berit? Wie kann ich dir helfen? Wie gefällt es dir bei den Berserkern? Beim Barte des Pilgers. Du kommst von Red, oder? Was? Nein, warum sollte ich von Red kommen? Ich glaube dir kein Wort. Du bist nicht der Erste, den er schickt. Lass mich raten. Er hat dir nicht mal gesagt, warum er mich loswerden will, oder? Wir ziehen das jetzt hier durch. Ich komme wirklich nicht von Red. Wenn das so ist, dann ist unser Gespräch jetzt beendet. Ich kann nicht wissen, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Aha. Kauf was oder geh. Sie hat was zu verbergen. Zeig mir deine Ware. Aber beeil dich. Ja. Mach's gleich zu, ist mir schon klar. Ach, irgendwelche Berserkerkeulen und Schwerter, ein Eisenschild. Ein Kriegsbogen, der hat weniger Bums als unserer. Pfeile. Pfeile sind immer ein Thema. Wir machen mal ein bisschen gut Wetter bei ihr, indem wir was kaufen. Komm. Nehme ich auch. Jetzt fängt es an teuer zu werden, aber alles noch im Rahmen. Mana. Ah, die Dinger kaufen wir auch. Rezept großer Elex-Trank. Ich glaube, sowas werden wir schon haben oder finden. Kaufe ich nicht. Das kaufe ich wiederum. Oh, da hat er doch einiges. Was kann ich denn verkaufen? Im Gegenzug. Wir haben hier das kann... Gehen wir mal oben durch. Das natürlich nicht. Das kann verbessert werden. Kann verbessert werden. Das kann alles verbessert werden. Nicht zu fassen. Das kann nicht verbessert werden. Weg damit.
Das ist ein verbessertes Bleirohr. Ein verbessertes Bleirohr kann nicht mehr verbessert werden, richtig? Flupp weg. Also, ich glaube, alles andere kann verbessert werden. Das werden wir erstmal verbessern, um möglichst viel Reibach zu machen im Laufe des Geschehens hier. Zwei Hände. Ich kann auch alles verbessert werden. Mhm. So. Bögen. Da haben wir noch ein paar dabei, die nicht verbessert werden können. Diese ganz ordinären. Oder haben wir die nicht? Das ist unser Reißzahn. Ja, wir behalten mal diese besonderen Waffen. Echt? Wir haben alles verbessert? Wow. Handgranaten. Gut. Ja, Pfeile waren schon wieder weniger. Kanonenmunition. hier. Das ist unsere gewöhnliche Berserker-Gasmaske. Die Morkon-Kopfbedeckung, die geht mal weg, weil ich glaube, die ist ja schlechter als das, was wir hier sonst haben. Das brauchen wir nicht. Unsere gewöhnliche Berserkerkleidung, damit kannst du auch was anfangen, geht auch weg. Wir haben nur einen Platz für so einen Modifikator, richtig? War das so? Wenn dem so ist, da steht auch nicht, dass ich die zusammentun kann. Kann ich ja einen verticken, meiner Ansicht nach. Stimmt, na, wer weiß, das kann man vielleicht bei den Outlaws noch gebrauchen, wenn wir sie mal finden irgendwann. Das sind Rohstoffe, die behalte ich. So, den gesammelten Schrott verkaufe ich dir. Schrott verkaufen. Ja, das ist ein reichlicher Tausender, der weggeht. Das ist aber okay. Wir haben ja auch einiges jetzt gekauft. Ja, beschwer dich mal. Ehrlich, was sollte das denn jetzt? Soll ich mich mit irgendeiner Händlerin anfreunden oder soll ich das machen, was der Anführer des Forts der Berserker von mir will, Kaya? Wär ehrlich, was sollte dein Kommentar gerade eben? Du nervst mich gerade. Ich bin kurz davor, mir Fox zu holen. Echt. Kaya, man kann es dir nicht recht machen. Immerhin, sie war am Ende ja am Zweifeln. Sie sagte, sie kann nicht wissen, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Das heißt, unser konstantes Lügen hat sie ins Zweifeln gebracht. In den Kommentaren wurde gesagt, ich kann Gabeln zum Schrott erklären und auch Löffel. Wie sieht's aus mit Klebeband und Plastikflaschen und so einem Kram? Hier, große Zähne sind Trophäen. Das können wir bestimmt wegtun. Schnabel. Haben wir denn einen Schnabel her? Naja, weg. Große Krallen sind auch Trophäen. Hörner sind auch Trophäen. Federn. Weg. Weg. Leder soll ich aufbewahren, habt ihr gesagt. Obwohl Leder auch eine Trophäe ist. Naja, gut. Krallen. Schlechter Qualität. Weg. Okay. Reicht erstmal. Wir gehen zum nächsten. Bist du das? Einer, wo warst denn du? Die hat mich da vorhin gesehen. Bist du schon in deiner Klause? Müssen wir jetzt hier auch Schluss machen mit dem Tagewerk? Da liegt schon einer. Also, einer liegt da. Hallo? Bist du der Neue bei den Stadtwachen? Wie kommst du darauf? Also nicht. Wenn du kämpfen lernen willst, kann ich dir nicht helfen. Ich bilde nur die Stadtwachen aus oder Leute mit Sondergenehmigung von Fenris. Guten Tag. Sollte ich mit dir nicht reden wegen... Ich habe ein paar Fragen an dich. Genau.
Wenn es um eine kostenlose Lehrstunde geht, vergiss es. Bitte versuch nicht hell zu sehen, das gelingt dir nicht gut. Wollte nur mal hören, wie es dir so geht. So weit, so gut. Ich meine, uns geht's doch gut hier, oder nicht? Du willst doch irgendwas. Warum stellst du mir so eine Frage? Du fängst schon wieder an, hier irgendwie die Zukunft prophezeien zu wollen. Hör einfach auf damit. Ich wollte mich nur ein bisschen unterhalten. Und worüber genau? Nur so über dich, wie es dir geht zum Beispiel. Oder ob du gerne hier bist. Ob ich Was soll das alles? Was bei Raff zum Teufel? Was willst du von mir? Du weichst meiner Frage aus. Ich also, Lothar, halte den Typen auf! Was? Was? Halt! Du erklärst mir jetzt erst einmal, warum einer vor dir flieht. Was hast du ihm angetan? Ach, ich habe ihm was angetan. Ach so. So ist das also. Aha. Ich bin kein Verbrecher. Und warum ruft mich dann unser Ausbilder zu Hilfe und rennt ganz eindeutig vor dir weg? Ich bin im Auftrag von Red unterwegs und war dabei, Einar zu befragen, als er abgehauen ist. Mhm. Wie bitte was? Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich kaum. Willst du, dass ich Red sage, du bist Einars Gehilfe? Was? Nein. Scheiße. Na gut, aber lass mich das nicht bereuen. Was weißt du über Einar? Nicht viel. Er ist der Ausbilder der Stadtwachen. Was ist denn überhaupt los? Red hat Einar verdächtigt, ein Spion zu sein. Anscheinend hatte er recht. Und ich habe ihm auch noch geholfen zu entkommen. So eine Scheiße. Hm? Hast du eine Idee, wohin er abgehauen sein könnte? Nein, keine Ahnung. Der ist schon seit Jahren hier. Soweit ich weiß, hat er auch keine wirklichen Freunde. Vielleicht durchsuchst du mal seine Sachen. Der wohnt ja schließlich direkt um die Ecke. Entschuldige nochmal, dass ich dich verdächtigt habe. Ach ja. Bei der nächsten Gelegenheit wirst du genauso reagieren wie gerade eben schon. So, heißt das jetzt, also, er hat ja irgendwie Raff gesagt. Kann es sein, dass das der Gott der Morkons ist? Hallo, Nachtwachen. Wie ist denn das jetzt? Darf ich jetzt hier die Sachen durchsuchen oder kriege ich dann gleich eine dran? Okay, das ist kein Stehlen mehr. Das ist ja gut. Dann wechseln wir mal ganz schnell die Brille, sonst übersehe ich ja die Hälfte. Ah, ich sehe schon was. Ein Heiltrank. Lokalm. Tagebuch aus Menschenleder. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich muss meine Gedanken niederschreiben, sonst halte ich es hier nicht länger aus. Es gibt niemanden, mit dem ich reden kann. Selbst wenn mal ein anderer Morkon hier ist, scheint es so, als wollen die nichts mit mir zu tun haben. Ich gleiche mich den Berserkern mittlerweile ganz gut an, glaube ich. Aber gefallen tut es mir nicht. Ich habe schon seit einem Monat nichts mehr aus der Grotte vernommen. Haben die mich vergessen? Zweiter Monat ohne Kontakt. Warum melden die sich nicht mehr? Mich beschleicht ein ungutes Gefühl der Verlorenheit. Ich gehöre nicht hierher. Ich darf nicht mal meine Rituale abhalten. Das könnte mich sofort verraten. Dritter Monat ohne Kontakt. Oder ist es schon der vierte? Ich gebe nun schon seit fast einem Jahr vor, ein Berserker zu sein. Ich habe es sogar geschafft, eine Behausung im oberen Viertel zu bekommen. Ich bin ein guter Kämpfer. Ravak hat mich nicht umsonst für diese Mission auserwählt. Ich konnte die Berserker überzeugen, sie zu trainieren. Dadurch konnte ich ihr Vertrauen gewinnen. Aber ohne Kontakt zu meinen Morkon-Brüdern, ohne meine Blutrituale, ohne Ravak zu leben, schmerzt mich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Mein Blut für Ravak. Mein Schmerz für Ravak. Mein Leib für Ravak. Meine Ehre für Ravak. In Ravaks Namen, ich werde weitermachen. Dieses Buch werde ich gut verstecken, sodass es niemand findet.
Ich selbst sollte am besten vergessen, dass dieses Buch existiert. Nicht, dass es jemand findet und Verdacht schöpft. Ich habe dieses Buch wiedergefunden. Die alten Zeilen zu lesen, die ich vor Jahren hier niedergeschrieben habe, reißt alte Wunden auf. In der Zwischenzeit habe ich beinahe vergessen, dass ich mal ein Morkon war. Ich bin sicher, dass die Morkons mich auf jeden Fall vergessen haben. Vielleicht sollte ich dieses Buch einfach verbrennen. Dem Morkon in mir den endgültigen Todesstoß versetzen. Ravak kann mich mal. Das sieht interessant aus. Fürwahr. Damit ist dann wohl die Händlerin vom Haken gelassen, oder? Lothar, was sagst du jetzt dazu? Hm? Du kannst rein. Mach bloß keinen Ärger da oben. Okay, du willst dich in die Sache nicht tiefer einziehen lassen? Ich bespreche das mal. Bis gleich. Ja, was? Wie wo? Naja. Achso, Kaya, wie fandst du das jetzt eigentlich? War das auch irgendwie doof und gierig und sonst irgendwas? Nee? Ja? Gut. Also echt. Lass dich von einem Morkon ausbilden. Auch wenn er zunehmend entwurzelt zu sein schien. Wegen der verdächtigen Berit und einer. Ich habe mit der Händlerin Berit gesprochen. Und? Was hast du erfahren? Sie hat meine Lügen durchschaut. Zu schade. Aber was habe ich erwartet? Ich hatte gehofft, du bist besser. Du wirst verstehen, dass ich dir für kein Ergebnis auch keine Bezahlung anbieten kann. So, so. Einer ist weggerannt, als ich ihn für dich ausfragen wollte. Wer wegen ein paar harmlosen Fragen davonläuft, hat hier definitiv nichts verloren. Ich will, dass du ihn findest und dafür sorgst, dass er nie wieder zurückkommt, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, wo du suchen sollst? Ich habe bei ihm ein Buch gefunden. Und du glaubst, das hilft dir bei der Suche? Der Einband ist aus Menschenleder. Morkon-Zeug. Pah! Hör gut zu. Ich weiß, dass wir innerhalb unserer Mauern einem Händler Schutz gewähren. Ivan heißt er. Und wie der Zufall es will, ist er einer dieser Morkons. Irgendetwas hindert ihn wohl an der Abreise. Ein Vorteil, wenn du nicht weißt, wo dieses Gesocks seinen Rückzugsort hat. Wenn du ihm hilfst, führt er dich sicher in seine Heimat und damit zu einer. Na, die Heimat werden wir ohnehin irgendwann finden. Na gut. Also, die Quest geht noch weiter. Aber im Augenblick nicht in unmittelbarer Umgebung des Forts. Und dieses kleinen Heiltranks. Und deswegen denke ich, naja, es ist Nacht. Die Episode hat schon einige Minuten auf dem virtuellen Buckel. Ich mache jetzt hier im oberen Viertel mal nicht weiter. Muss ich nicht immer rechtfertigen. Wir könnten uns aber noch mal das ein oder andere Häuschen von innen anschauen. Also die Morkons sind seltsam. So sympathisch mir Ivan ist, so unsympathisch ist mir einer. Und aus Berit hätten wir vielleicht was rauskriegen können, wenn ich das Gespräch anders angegangen wäre, aber so ist es nun mal. Deutlicher sage ich das nicht. Bis später. So, ihr habt ja schon in letzter Zeit einige Einbrüche zu verzeichnen gehabt, gell? Das hier ist die Butze des Alchemisten. Ich habe gesagt, eigentlich will ich da nicht klauen, weil es hält uns auf Sid zurück, der ja auch noch hier ordentlich seinen Dienst macht. Fenris schläft nie. Das ist dieser andere Laden. Da wird auch nicht geschlafen. Ah ja. Hier ist auch irgendwie alles schon weg. Was ist denn das hier? Da steht ja einer. Hi.
Weil Lasse machen wir auch schon. Also es ja, ist schwierig, hier noch was zu klauen. Vor allen Dingen, da es auch kein Hintereingang in Fenris Hütte zu geben scheint. Selbst der Balkon ist irgendwie gut abgedichtet. Oder? Ja. Ja, da ist nix. Das ist ein Balkon. Mhm. Ja. Was das hier ist, verstehe ich nicht. Da komme ich aber auch nicht rein. Du brauchst eine Schriftrolle der Fleischwanzenverwandlung. Dann geht das. Ja, wie ich da jetzt noch drauf komme. Ja, dann kann ich jetzt hier in dem halboberen Viertel ja gar nicht viel tun. Ne, hier. Achso, das ist ja Alchemist. Ja, gut. Tja. Wie sieht's unten aus? Hitch, schläfst du schon? Nein. Die da sitzen auch noch. Skinny. Achso. Haben wir mit dir irgendwas zu besprechen? Gib mir was zu essen. Klar, hier, nimm. Gott, danke. Immer mal dran denken. Ich hoffe ja, dass uns Skinny jetzt nichts vorsetzt, was uns schaden könnte. Jetzt, da wir zum gleichen Verein gehören. In welchem Haus wird denn schon geschlafen? Hm? Da nicht. Irgendwie machen die all die Nacht zum Tage. Da wird geschlafen. Aber auch gefegt. Hm, was ist das hier? Als hätte gesagt wohl nichts. Kein Stehlen. Ah, da schlafen die Kinderchen, so. Die haben wie, also die zu Familien haben die nicht, oder? Da ist Ivan. Hm. Es hieß, wir sollen Ivan auf den Zahn fühlen. Ganz viele Gasmasken klauen können bei ihm. Um den Auftrag von Scrappy zu erledigen. Hm. Wo ist denn die Nachtwache? Huh? Da ist weit und breit keiner. Da auch nicht. Da hinten ein Stimm? Ritualmesser. Ah, verstehe. Die Ritualmesser gehören zu den Morkons. Die machen damit irgendwelche Rituale. Also, wenn wir ein Ritualmesser finden, dann war wohl ein Morkon in der Nähe. Oh, was ist denn hier? Da ist gar keiner drin. Doch, da schläft jemand. Na dann, wird das jetzt wohl zu einigen Eigentumsdelikten kommen. Titanbecher, wow. Ist ja Luxus.
schläft irgendwo jemand. Da hinten ist jetzt irgendwie nichts mehr. Laut Brille. Munitionspresse werde ich jetzt nicht benutzen. Wo kommt eigentlich das Licht her? Was ist da drin? Habt ihr Strom hier, ihr Berserker? Oder was leuchtet da oben so irre? Dein Morgen wird ohne Kippe beginnen. Tut mir leid für dich. Und auch ein bisschen weniger Elixit. Gedanken eines Outlaws. Dass wir uns einmal mit den Berserkern verstehen, hätte auch keiner gedacht. Vor ein paar Jahren waren es die letzten Hinterwäldler und jetzt akzeptieren sie sogar unsere Wummen. Ein Glück. Nur mit Schwert und Bogen kämpfen wäre mir zu trostlos. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich muss aber zugeben, dass die Berserker was auf dem Kasten haben. Kümmern sich ein bisschen um die Natur und schon sieht es nicht mehr ganz so scheiße aus. Die Wüste war damals echt trist. Wenn ich meinen Jungs versuche zu erklären, dass es hier gar nicht so übel ist, verpassen die mir einen Einlauf. Manche brauchen einfach länger, bis sie kapieren, dass dieser Lebensstil für einen gut sein kann. Na, das stimmt. Dass ich ein Problem mit den Berserkern habe, heißt ja nicht, dass jeder eins damit haben muss. Für viele mag das tatsächlich die richtige Fraktion sein. Sie haben ein Ziel, sie haben eine Struktur, sie haben eine Ordnung. Und einen Safe weniger. Irgendwas kleiner, also 4 ist kleiner als 5, ist größer als 2 ist kleiner als 6. Ah! Okay, 4 ist kleiner als irgendwas und das ist größer als 5. Haha! Geht doch. Versuch, Mann, was bin ich gut wieder heute. Aber nichts Besonderes. So, eine Truhe gab es jetzt hier wahrscheinlich nicht. Das wäre ja auch komisch. Safe. Also Tresor und Truhe. Oh, hatte ich es nicht gesehen. Auch mal kurz checken. Die Truhe ist ja groß. Ah, im Badezimmer war keine Truhe. Gut. Das läuft doch ganz formidabel. Nicht, dass da gleich jemand langlatscht. So. Die Bude wäre auch ausgenommen. Wie sieht's mit der hier aus? Da ist was drin. Ist auch jemand in dieser Behausung? Ja, den hätte ich jetzt ohne Brille gar nicht gesehen. Toll, dass ich beide Brillen habe, die wichtig sind. So, und Chloes Kneipe. Ah ja, wir könnten noch mit Chloe sprechen. Das Viertel ist ja wieder auf. Die kann jetzt ja die Sache mit Ivans Bestellung irgendwie mal deichseln, oder? Still. Wegen Ivans Lebensmitteln. Ist das obere Viertel mittlerweile zugänglich? Zivilisten, die einen Bürgen haben, dürfen dort wieder hin. Was? Seit wann? Seit ich dafür gesorgt habe. Das wurde auch Zeit. Dann kläre ich das sofort. Bist du dabei? Dann kannst du das Zeug auch gleich mitnehmen. Kriegst auch ein paar Splitter von mir, dafür, dass du den Packesel spielst. Mach mal das. Gut. Ich begleite dich. Dann los. Oh, es ist gut, mal rauszukommen. Ständig dieser Kneipen-Mief. Sei froh, dass du keinen Laden leiten musst. Die Ausdünstungen dieser Idioten sorgen dafür, dass irgendwann meine Lunge kollabiert. Können wir nicht einen Zahn zulegen? Entspann dich mal. Ist gut für die Beine. Also, Chloe, ich... Früher war hier die Amüsiermeile. Ich weiß. So hat der alte Duke für Ruhe gesorgt. Wie meinst du das? Ganz einfach. Wer bis in die Puppen gefeiert hatte, kam morgens nicht so schnell aus der Hüfte. Das sorgte für freie Straßen.
Aber ich will dir was zeigen. Hier entlang. Sag mal, man munkelt, du und Kaya. Naja. Privatsache. Ah, ist wohl ein Minenfeld das Thema. Oh ja. Streichen wir das also. Besser ist das. Was willst du mir überhaupt zeigen? Wir sind schon da. Hier ist der einzige Ort, an dem du richtig abschalten kannst. Oh, merkst du, wie frisch die Luft hier ist? Das ist was anderes, als sich mit Betrunkenen herumzuschlagen. Und du kannst dir sicher sein, dass du nicht dumm von der Seite angequatscht wirst. Hey, Süße! Einen Moment, das haben wir gleich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ich wollte doch nur... Du fängst dir gleich eine. Geh ja schon. Besser ist es. Hey, süß. Oh Mann. Ja? Ich schalte mit dir gemeinsam ab. Oh. So, komm weiter. Gut. Kein Bock drauf, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Seit die Berserker das Fort übernommen haben, ist der Anteil der Arschgeigen erheblich zurückgegangen. Reicht nur immer noch nicht. Da hinten wohnt auch ein guter Freund von mir. Hallo, Tilas! Du Saftsack. Ihr versteht euch ja prächtig. Der alte Knacker verkauft mir sein Zeug zu Wucherpreisen. Sobald ich mir das Maul über ihn zerreiße, dreht er die Preise nach oben. So. Also grüße ich freundlich und wünsche ihm die Pest an den Hals. Putz dir lieber den Dreck von den Stiefeln. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen. So dreckig sind die doch gar nicht. War ein Scherz. Gibt eh nur einen Moment, wo man sie putzen sollte. Wenn man ein paar Ärsche zu viel getreten hat. Dein Fachgebiet? Eine bessere Art der Motivation gibt es nicht, um unwilliges Personal auf Linie zu bringen. Aber genug davon. Es ist nicht mehr weit. Ah, zum Lagerhaus. So. Na, das wird dir nicht gefallen. Da sind wir. Überlass mir das Reden. Aha. Halva ist ein verfluchter Korinthenkacker, aber ich weiß, wie man mit ihm umspringen muss. Na dann. Na gut, was soll ich tun? Zuhören und Klappe halten. Krieg ich hin. Du hier? Der Monat ist doch noch gar nicht rum. Erinnerst du dich an die Konserven und Gewürze, die ich von dir bekommen habe? Das waren, lass mich nachdenken, 35 Konserven und, Gut, du erinnerst dich. Ich brauche die gleiche Lieferung nochmal. Aber das geht nicht. Ich stecke mitten in der Inventur. Wen interessiert der Scheiß? Rück das Zeug raus. In meinem Lager herrscht Ordnung. Ich kann nicht einfach... Wenn du nicht aus dem Arsch kommst, wirst du das Zeug eben selbst im Händlerviertel abliefern. Ich soll mich zwischen das gemeine Volk begeben? Nicht fragen, machen. Schon gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hast Glück gehabt. Musst doch nichts tragen. Du kannst deinem Morkon sagen, er bekommt das Zeug. So wie ich Halva kenne, hat er den Ersatz in Windeseile organisiert. Und meine Splitter? Kein Gepäck, keine Splitter. Ich hätte dich nicht begleitet, hättest du mir keine Splitter versprochen. Dem kann ich wohl nicht widersprechen. Da, nimm. Und jetzt muss ich zurück, bevor die Trottel mir den Laden abfackeln. Bis dann. Ja, gut. Also, das scheint seinen sozialistischen Gang zu gehen, finde ich gut. Und wir werden jetzt nicht mit Ivan reden, der schläft und wird dann morgen erstmal feststellen müssen, dass ihm einige Gasmasken und noch einiges mehr geklaut worden sind. Und das heißt, wir machen im Moment ja die Nacht zum Tage. Finde ich eigentlich nicht so gut.
Aber ich denke auch, dass die Nacht schon relativ weit fortgeschritten ist. Wo ist denn der Mond? Ja. Ich möchte die Nacht noch nutzen, um mal ins Setzerlager zu gehen. Weil da muss zum einen die Erkundung fortgesetzt werden und zum anderen waren wir da auch bisher noch nicht so wirklich gründlich am Klauen. Ihr seht ja, es geht nur Stück für Stück für Stück und aus manchen rollenspielerischen wie spielmechanischen Gründen bleibt die ein oder andere Hütte bislang auch noch unangetastet, wie die da oben zum Beispiel, die rund um die Uhr offen hat und sich niemals in ihr Bett legt. Und aus diesem Grund machen wir hier Schluss, weil Episode zu lang. Und weiter mit einem nächtlichen Spaziergang durchs Setzerlager und dann ein bisschen Erkundung und am Morgen dann irgendwie Ivan mit der Botschaft, dass die Ware ankommen wird. All diesen schönen Dingen geht's dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin.